So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Trading Card Game Online. Wir haben wieder einen Booster gekriegt durchs wöchentliche Einloggen und ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich gerne noch ein bisschen was schaffen, bevor die Versus leider hier in 15 Stunden endet. Und was ist passiert? Mein Wochenende war einfach geprägt von Internetausfällen und allem drum und dran, deswegen kam gestern auch nur ein paar Digimon. Den habe ich nämlich bis heute nicht hochgeladen gekriegt. Und wir spielen heute das Giftdeck. Machen wir einfach. Weil ich mag das Giftdeck. Und ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung. Ja, ich passe nämlich gerade in diesem Moment auf meine Nichte auf. Nein, die ist nicht anwesend, bevor irgendeiner was sagt. Mein Vater und sie müssen nämlich für sie etwas einkaufen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, nutze ich die Gelegenheit, wenn sowieso gerade keiner im Haus ist. Und nehme das hier schnell auf, damit das mit Glück rechtzeitig kommt. Ich habe keine Ahnung. Das Internet ist leider eine Qual. Zumindest der Upload. Entschuldigung, aber der Upload ist komplett hinüber. Also, wenn ich da meine Wohnung angucke, da könnte ich sagen, ich nehme eine halbe Stunde vorher auf und wenn ich Pech habe, kommt es mit 10 Minuten Verspätung. Hier nehme ich es jetzt fast 5 Stunden im Voraus auf. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob es pünktlich ist. So, das Vieh brauchen wir. Früher oder später, wir brauchen eine Rückzugskoste. Natürlich doof, dass wir jetzt nur das Coriogel haben. Das ist extrem doof. Hätte ich mir auch anders gewünscht. Aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? So. Ja, es ist halt, es ist kein guter Start. Es ist echt kein guter Start für mich. Unser Gegner ist mal wieder so jemand, der so lange braucht. Ich hasse das, das wisst ihr. Wenn man so 3 Jahre an einem Match sitzt. Ich meine, wenn ich verliere, verliere ich. Okay, kann ich mit leben, ist halt dann einfach so. Jeder zieht mal schlecht. Aber das ist doch einfach lächerlich. Wir haben ja hier auch nicht ewig Zeit. Und ich habe derzeit leider auch nur einen Bildschirm, was mich zusätzlich belastet. Super, bringt uns halt nichts. Glaube, ich habe noch Energien drin, mit denen ich das Vieh zumindest angriffsfähig mache. Also mache ich das da jetzt einfach in der Hoffnung, dass ich eine ziehe. Also, so wenig Trainerkarten habe ich lange nicht gezogen. Das ist typisch. Kaum mache ich die Aufnahme an, zack. So, jetzt habe ich nicht beendet. Ich bin. Also manchmal bin ich auch blöd, ne? Jetzt gerade war ich zum Beispiel ganz blöd. Jetzt habe ich gedacht, er braucht ewig um. Ich bin ein bisschen müde, merkt man mir vielleicht an. Ich musste nämlich heute tatsächlich schon vor 8 Uhr aufstehen, weil ich ja die Woche auf mein Nichte aufpasse. Und das muss ich jetzt jeden Tag machen. Und ihr könnt euch denken, ein Wolf ist müder als man glaubt. Thank you.
jetzt haut er uns platt. Na gut. Also, das war ungünstig hoch 20. Also, selten so eine schlechte Hand gesehen. Das probieren wir nochmal. Ich muss jetzt ja irgendwie auch für mich mal ein bisschen hier eine Lanze brechen, dass ich hier beweise, ich kann doch spielen. Und ich bin gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Nur ein bisschen. Ja, ich wusste doch, ich habe noch die Aurora-Energie. Ich habe nämlich an dem Deck noch nicht so viel gebastelt, wie ich eigentlich wollte. Aber man kommt ja zu nix, ne? Und jetzt, wo ich weiß, wie langsam das Internet ist, fürchte ich, komme ich diese Woche zu gar nichts mehr. So, nächste Runde holen wir uns mit der Sanya ein paar Basis-Pokémon und dann geht's hier ab. Dann heizen wir dem Typen mal ein. Was bist du denn? Darkrai und Nachtara. Das ist ein cooles Bild. Das gefällt mir vom Stil her unheimlich gut. Der Stil ist echt... Ich find's hübsch. Kann man nicht mehr sagen. Was da jetzt gerade passiert... Weiß ich nicht, ob ich das hübsch finde, weil die beiden, die können mir halt schon Schaden machen und das finde ich nicht gut. Den und ich nehme uns nochmal einen Koriogel mit. Aber jetzt hauen wir dem Vieh erstmal pures Gift drauf. Er wird wahrscheinlich eh austauschen, nehme ich mal an. Wenn er kann. Wenn er nicht kann, haben wir es. Und dann... haben die beiden auch ein Problem, glaube ich. Müssen wir mal schauen, ob die ein Problem haben oder ob nicht. Amox, er hat halt nichts, was seine Rückzugskosten senkt. Das heißt, er bräuchte zwei Energie auf dem Vieh, um es zurückzuziehen oder eine Trainerkarte. Unterstützer hat er jetzt schon gespielt, das heißt, es bleibt eigentlich nur noch ein normaler Tausch. Nee, macht er nicht. Okay. Gut, dann sind wir den da schon mal los. Nummer 1. Jetzt ist halt die Überlegung, wen bringe ich als nächstes um? Den, das gefällt mir jetzt eher weniger. Ja, weil wenn ich das jetzt mache, wie ich das machen möchte, habe ich dann am Ende ein Problem. Das gefällt mir nicht. Aber es muss, glaube ich, sein. So, den da holen wir uns nämlich schon mal. Die Aura-Energie. Ja, lege ich mal hier an. Aurora-Energie. So, jetzt ziehen wir erstmal neu. Da dürfte ja auch nochmal gutes Zeug dabei sein. Ja, sehr schön. So. Angel. Angel, komm. Angel brauche ich nicht. Auch nicht. Obwohl ich überlege, ob ich vielleicht das X-Bad hätte nehmen sollen. Aber es geht auch so. Weil die beiden, die können uns jetzt noch nicht so viel. Die Finster-Aura macht noch nicht so viel Schaden. Und wenn er hier uns bloß mit so einem Pinoscorra entgegenkommt... Hauen wir weg. Hauen wir alles weg. Vorteil ist, Pinoscorra hat auch nur 80 Leben und 2 Rückzugskosten. Das heißt, wir können das Vieh theoretisch vergiften und können warten, bis sein Zug vorbei ist. Aber eigentlich möchte ich ihn so schnell wie möglich dazu bringen, dass er ein bisschen was rausholt. Aber ich glaube, ich mache das tatsächlich. Ne, Moment. Erst Energie anlegen, bevor ich hier irgendwas mache. So, pures Gift. So. Weil jetzt, er kann es nicht tauschen. Er kann es im Idealfall nicht entwickeln, weiß ich nicht. Und wenn er seinen Zug beendet, ist vorbei. Dann muss er das nächste ziehen.
Ja. Und das ist halt unsere Idealmöglichkeit. Er kann uns nicht angreifen, bis er vergiftet wird. Also bis das Gift ihn killt und dann vergiften wir ihn und dann geht für ihn sowieso alles bergab. So, wieder einer weg. Another one bites the dust. Mit seiner Mine hat er ja sowieso mit seinen Rückzugskosten komplett Probleme. Mit dem Vieh will er halt gerne Preiskarte mehr haben. Das verstehe ich auch. Würde ich an seiner Stelle auch wollen, aber es wird nicht so kommen. Ja, es gefällt mir nicht. So, sechsfach Gift. Ich entwickle nicht. Das kann der vergessen. Sobald ich entwickle, haben wir den Nachteil. Ich entwickle erst, wenn das für uns einen Vorteil bringt. Und das wird das bald. Also wenn es so weitergeht, wirklich sehr, sehr bald. Jetzt. Jetzt haben wir hier doch alle Vorteile, die wir brauchen. Jetzt lohnt sich das zumindest. Zack, vergiften. Hier die Zwillingsenergie drauf. Und jetzt pures Gift, komm. 100 Schaden, wenn er uns angreift, hat er es hinter sich. Dann haben wir gewonnen. Ah, er hat noch eine. Ah, er hat eine Pokémon-Center-Dame. Das ist natürlich unschön. Das mag ich nicht. Ja, okay. Pokémon-Center-Dame ist unfair. Aber wir haben ja noch einen Koga. So ist nicht. Poképuppe finde ich sehr gut. Und jetzt nochmal mit den Giftkrallen drauf. So. Wenn er jetzt nicht noch eine Pokémon-Center-Dame hat, zerfetzt ihn das Gift. Natürlich hat er noch eine. Was auch sonst. Aber theoretisch, wenn wir ihn nochmal vergiften. Gut, wir haben eins weniger, ne? Darf man nicht vergessen. Es sind 2 Marken weniger, es sind nur 50. Es reicht gerade so nicht, fürchte ich, dass wir ihn besiegen können. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da müssen wir für Ersatz sorgen. Ja, ich will beide gerne. Wenn ich nur einen spielen kann und für welchen entscheide ich mich? Für ihn hier. Das stärkere Gift. Oh, nicht mal vergiftet. Okay, jetzt ist eh doof. Obwohl, wenn er nicht zurückzieht und keine Pokémon-Center-Dame hat oder irgendwie heilen kann, dann ist er weg. Dann haben wir ihn. Weil zurückziehen kann er, glaube ich, nicht. Ja, okay, wir haben gewonnen. Da kriegt er sogar ein gut gespielt von mir, auch wenn er jetzt am Ende halt leider Mist gebaut hat. Also ich frage, warum er Mist gebaut hat, ganz einfach. Er hat nur noch 60 Leben. Und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, kriegt er auch keins mehr. Was habe ich denn jetzt für Mist gemacht? So. Unser Smogmog macht 4 Schadensmarken, also 40 Schaden. 60 Leben hat er. Wir erhöhen um 2 mit Oxyquack.
trotzdem genau die 60 Schaden und wir haben gewonnen. Das war mir eindeutig zu knapp. Gut, Leute, ich muss den Part heute aber ein bisschen kürzer machen. Erstens, damit ich ihn rechtzeitig hochgeladen kriege. Zweitens, weil ja mein Vater und meine Nichte irgendwann wiederkommen und dann muss ich ja mit meiner Nichte irgendwie was machen. Weiß ich nicht. Brettspiele spielen. Ich habe heute schon zweimal Cluedo gewonnen. Und ja. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr alle zugeschaut habt. Guckt auch in die anderen Projekte rein, wenn euch langweilig ist. Es gibt ja. Eine ganze Menge. Ich bringe ja auch derzeit hier Spelunky und Baba Is You ständig. Und es freut mich einfach, wenn ihr da Spaß dran habt. Und bitte bedenkt, dass ihr erstens für den Halloween-Stream abstimmt in dem Community-Tab auf meinem Kanal und euch den kommenden Freitag frei haltet, weil, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da ist ein Infovideo hochgegangen, das euch sagt, dass da ein ganz besonderer Stream wird. Und ich freue mich unheimlich drauf. Also bitte, bitte, bitte. Kommt einfach in den Stream. Ich würde mich freuen, Hutz wird sich freuen und wer das Infovideo nicht gesehen hat, guckt das jetzt am besten mal. Gut, Leute. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.